Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Oh, und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Mario Party. Hey, bist du bereit? Lange ist es her. Ja, ich bin bereit für eine Party, denn lange ist es her. Ja, wie lange ist es jetzt her? 2 Wochen? 2 Wochen, ja. Weil Daniro hatte Halsprobleme und er hatte Pokémon Karmesin gespielt, während ich Popo gespielt habe. Ja. Und ich glaube, eine hing mit dem anderen zusammen. Ja. Weil ich Halsprobleme hatte. Da passiert halt, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, monatelang nicht mehr so lange streamst, dann entscheidest du dich, irgendwie 4 Stunden pro Tag jedes Mal. Warum denn überhaupt 4 Stunden? Ja, warum nicht, ne? Wen wollen wir denn mitnehmen? Nehmen wir Peach bitte. Wenn ich meine, wir gehen heute zu Bowsers Magma-Berg. Okay. Ich will irgendwie Donkey Kong. Ja, nehmen wir DK mit, dann haben wir alle auf normal. Ja. Also, scroll mal weiter. Noch eins. Bowsers Magma-Berg. Er teilt dem widerspenstigen Bowser eine Lektion. Okay. Sieht echt krass aus. Im Gesicht. Ja, wie viele Runden sollen gespielt werden? Ja, wir spielen 20. Ich denke mal, wir machen die letzte Party, machen wir 35? Weiß nicht. 20 ziehen sich ehrlich gesagt auch schon ganz schön lange. Ja, stimmt. Bowser's Magma Mountain. Eins der coolsten Bretter überhaupt. Ja, okay, warum? Wie man sehen kann, es geht hier ganz schön nach oben. Und da geht's los. Allein vom Setting her, ich mag dieses Brett. Oh, hallo und herzlich willkommen, ich bin Cooper und ich werde euch herumführen. Nun wird es Zeit, dem Fitzel Bowser in einer großen Schlacht gegenüber zu treten. Bowser erwartet euch im Vulkan. Da er eure Abenteuer nicht sabotieren konnte, fordert er zum Kampf heraus. Bowser sitzt auf dem Gipfel des Vulkans. Naja, wer auch immer ihn besiegen kann, ist ein legendärer Superheld. Doch Vorsicht, der Vulkan sieht immer noch aus, als könnte er jederzeit ausbrechen. Überstürzt dich und meidet die Fragezeichenfelder. Startreihenfolge. Okay. 7. Okay. Ah. Was? Ich bin mit einer 7 bin ich Dritter. Oh mein Gott. Hey, aber diese Konstellation hatten wir noch gar nicht. Ne. Da ist immer einer von uns, glaube ich, Erster, ne? Mindestens. Ja. Einer war Erster und der andere Dritter. Ja. Okay, da ist der erste Stern. Denn Regeln brauchen wir nicht zu erklären. Moment. Ja. Speichern. Und ich sehe schon, Peach hat direkt den Plusblock erwischt. Oh. Was ein Müll. Aber nur 2 Stunden. Ja. Immer noch besser als sie, aber okay. Aha. Das ist echt eine Zahl. Okay. Ah, er hat den Bremsblock. Der Hocken da unten. Ja, das Brett ist ziemlich groß. Oh, direkt reist nach Toad City. Die Reise nach Jerusalem, das ist doch ein alter Hut. Das kennt doch jeder. Ja. Das war eben nochmal die Controls schlossig. Das ist eine Weile her. Mal schauen. Ja, wir machen wieder so die ersten 10 Runden, dann ist der Part zu Ende und dann im zweiten Part die anderen 10. Ja. Der ist aber ganz oben auf dem Bild. Nein! Ah, ich war da. Jawohl. Verdammt, ja, weg! Schön. Ich bin auf irgendjemanden draufgesprungen, glaube ich. Das hat mir geholfen. Ja. Dieser blöde blaue Pilz war mir im Weg. Sehr gut. Die Zunge. Ah.
machen die Sterne nochmal? Felder. Das ist ein Einspieler-Minispiel. Ah, okay. Oh Gott. Bist du nicht auf das Fragezeichenfeld gekommen? Nee, oh nein. Oh nein! Es tut mir leid, was jetzt passiert. Was hast du getan? Metroiden? Sieh auf das Feld. Alles rot. Bowsers Angriff hat alle blauen Felder in rote verwandelt. Cool. Ja. Sehr gut. Jetzt bringe ich Chaos in die Bude. Habe ich aber noch genug Münzen. Apropos Münzen. Oh, der Affe darf den Limbo tanzen. Mal sehen, ob er das kann. Bongo Bongo Groove. Der Bananenhammer etwa? Ja. Oh Gott, ich glaube, wir haben verloren. Er kann das ja. Den Bongos im Hintergrund, die geben ihm Kraft. Oh mein Gott. Alter, wie der sich zurücklehnt, dass der nicht hinfällt. Das ist ein Apfel, der kann sowas. Die Bongos haben ihm wirklich die Kraft gegeben, die er braucht. Aha, jetzt stehe ich wie ein Mann. Ja. Aufrecht auf meinen Beinen. Oh. So. Oh, das will der aufschneiden. Es ist schon wieder soweit. Ach, dann. Vor allem, wie Yoshi auf dem Bild da voll irgendwie komisch gezeichnet hat. Oh Mann, wenn ich eins nicht kann, dann ist es gerade sein. Ich kann nicht gerade sein. Nein, oh mein Gott. Nero, ich bin ebenfalls nicht gerade, vor allen Dingen unten. Ja. Und oben war ja auch nicht gerade. Oh mein Gott, ich hab's so verloren. Ich bin auch nicht so gut, glaube ich. Oh mein Gott, ich hab's doch noch geschafft. Ja, deine beiden hatten irgendwann mit 90, ey. Ja. Wir cheaten doch. Aber hey, wir haben alle gewonnen. Ja, wir sind alle Gewinner. Yay! Nichts hat sich geändert. Ausgezeichnet. Ja. Ist das euer Herr? Wohl. Ich dachte, er wäre mit der Sonnenblume. Nein, das ist nicht das mit der Sonnenblume. Das sind die Pflanzen. Wack a plant. Ja. Bin mal gespannt, wie viele Münzen wird sie sich holen? Hast du ja den neuesten Trailer von dem Mario-Film angeschaut? Ja, ne? Ja, aber natürlich! Und sah nicht schlecht aus. Ich war auch zufrieden. Ich bin sehr gehypt auf den Film, tatsächlich. Hey, ja, wie ist es mit dir? Ja, ich konnte ihn auch und ich schaue mir ihn auf jeden Fall an. Ich auch. Irgendwie im Englischen und die Leute irgendwie beschweren wegen dem Synchronsprecher, glaube ich. Über welchen? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich glaube irgendwie Chris Pratt oder irgendwie so heißt der, glaube ich. Chris Pratt? Ja. Also ich finde, der macht einen guten Job. Ja, Leute finden den irgendwie mal nicht gut. Die wollten alle die Originalstimme von Mario haben. Meinst Charles Martinet? Ja. Wenn man mal bedenkt, wie alt ist der Mann jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie alt der jetzt ist. So mindestens über 35, würde ich sagen, ne? Aber der hat er nicht von Anfang an, ne? Von Mario gemacht. Da müssen wir mal nachgucken. Müssen wir überhaupt noch hin? Ja, du musst nach rechts. Ah.
No. Egal, ich habe noch genug. Nein. Du hast gerade noch genug. Ja. Ja, man, wenn wir nochmal auf dem Fragezeichen-Ding gehen, dann werden die wieder blau. Nee, dann passiert erstmal nichts. Boah. Dann passiert nichts. Das Röhrenlabyrinth. Und wir können nichts machen. Ja. Ich hab schon nicht mehr ihn gesehen. Ey, das ist. Es ist so schnell. Ich dachte sowieso, weil die kriegen das doch immer irgendwie. Irgendwie ja. Ja, es geht sogar an sie. Oh mein Gott, ey. Ich fühle mich betrogen. Voll einfach. Dieses Geld gebe ich für einen Kuchen aus, den ich Mario nicht geben werde. Ich wusste doch, dass der Kuchen eine Lüge ist. Ich habe es immer gewusst. Oh nee. Gut, noch vorne. Rote Haare. Ja, noch. Nein. Nichts passiert? Der Ausbruch ist 2 Runden her. Die Felder sind wieder normal. Oh. Da hat sogar keine verloren. Ausgezeichnet. Gut gemacht, Master. Danke. Ich hab den Ausbruch verursacht und ich mache es nochmal. Und ich bin immer bereit, es immer und immer wieder zu tun. Oh, wie ich sehe, sind die Felder wieder normal. Das muss man glatt ändern. Ja, das müssen wir ändern. Na komm, jetzt wir bei dem Blau. Komm, wir bei dem Blau. Yeah! Ja, geil. Machen wir die fertig. Oh, Dresinen-Wahnsinn. Komm, komm, Daniro. Oh, wir schaffen das. Das Thema, wir fertig. Was ist nochmal? Oh. Okay. Na komm, das schaffen wir locker. Die schlagen wir locker. Ja. Ready? Go! Go! Wir sehen schneller aus als wir. Wir bremsen aber nicht. Wir dürfen nicht bremsen. Man kann ja bremsen. Ja, klar. Voilà, wie schön wir die Kurve genommen haben. Boah. 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 Ja, okay. Oh. Gewonnen! Natürlich. Ah, ich doch. Was hättet ihr denn gedacht? Hättet ihr wirklich gedacht, dass wir verlieren? Großer Teil, bitte. Sehr gut. So. Und jetzt nach da links. Oh. Du bist ein Glückspilz. Was möchtest du stehlen? Ich glaube nicht, dass ich von dir 10 Münzen stehlen kann. Nee. Vor allem, ich komme sowieso noch nicht zum Stern. Ein Klau von Peach, sie hat die meisten. Erst noch überlegt. Ja. Meinst du, du kannst ihn nicht erreichen? Natürlich kannst du ihn erreichen. Wenn du, glaube ich, eine 10 oder so würfelst, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Wo stehe ich überhaupt? Ich also, stehe da. Das ist am gleichen Ort wie ich. Okay. Der Stern gehört dir. Ich wollte erst von dir stehen, um ganz nur mal sicher zu gehen. Kanoneninsel.
denke, das kennen wir. Ja. Piu, piu. Und wegen der Manipulation. Okay, der Chip gehört dem da. Ja, wollte ich gerade sagen. Oh Gott. Ah, oh mein Gott. Ah, nein. Alter. Wieso wurde ich getroffen? Weil die Kanonenkugel die Insel getroffen hat. Oh mein Gott. Schon wieder alle gewonnen. Ja. Ihr seid alle Gewinner. Boah. Hier hat sich irgendwie nie was in der Reihenfolge. Ja, doch, gleich ändert sich doch was. Es ist nichts passiert. Ja, du gehst jetzt auf den ersten. Ja. Stark. Und ausgezeichnet. Gib mir meinen Stern. Oh. Den stecke ich in meiner Nase. In die Nase? So langsam wird es Zeit, Bowser gegenüberzutreten. Atme tief ein. Und los geht's. Ich hoffe, ihr habt alle jetzt tief eingeatmet. Wo ist denn der Nächste? Verdammt, der ist am Anfang. Also jetzt mal zum Ende des Bett, ne? Ja. Obwohl, der Ausbruch ist wieder zwei Runden her und oh, plus Block, geil. Jetzt versuche ich mal was. Was ist? Ich spiele Roulette, um die Abkürzung zu nehmen. Ja, ich versuche es. No. Yes! Du hast gewonnen. Geh weiter. Das heißt, ich darf abkürzen. Alter. Was machst du da? Ich sorge gerne für Chaos. Ich habe doch gesagt, ich bin immer bereit, den Vulkan ausbrechen zu lassen. Und ich werde es wieder tun. Irgendwie erstaunlich. Dreimal war ich es jetzt. Ja. Ich war es dreimal. Dieser Effekt ist schon seit 3-4 Zügen, ne? Ja. Ja, meine Seite. Die Bob-Abfahrt. Und hier ist Bob. Ich denke mal, dass wir wissen, wie es geht. Ja. Du bist unten, ich bin oben. Ready? Go! Hey. Na, ja, schon vor uns, Mann. Ja. War ja auch schneller. Weg aus dem Weg, aus dem Weg, 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 aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, weg, weg. Nein, geht weg. Geht weg. Oh, danke für den Boost. Mit dem Affen im Einklang. Ja, komm. Hallöchen, na, tschüss. Nein, nein. Tschüss. Oh, jetzt kann man gar nichts mehr machen. Nee, jetzt kannst du gar nichts mehr machen. Ich wusste, dass du das machen würdest. Wolltest links vorbeiziehen. Ja. Hast dabei den Abgrund vergessen. Jiri, die haben uns getötet. Das ist unfair. Nix unfair. Gewonnen! No. No. Reicher werden reicher. Ja, ich sag's doch, das Spiel ist mehr sadistischer, als du dir es vorstellen kannst. Was ist das?
Welchen der beiden Wege möchtest du gehen? Lass das Roulette entscheiden. Oh Mann. Die Bowser-Tour, du triffst Bowser, den König der Magie. Hast du ein Glück? König der Magie? Mit dem in den Titel gegeben. Freue ich mich auch gerade. Oh! Hey, was geht? Du hast es weit geschafft. Es war keine leichte Aufgabe, mich zu erreichen. Was soll ich hier stehlen? Münzen oder lieber Sterne? Wähle dein Schicksal. Das Roulette des Schicksals. Stoppst du, wenn du A drückst. Cool. Sieht aus, als sollten es Sterne sein. Alles klar. Cool. Also, wir sehen uns. Oh mein Gott, ich darf nicht mal einmal irgendwie in Führung sein, ne? Warst doch in Führung. Ne, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Wuhu! Na gut, dann stehle ich halt ein bisschen was von euch. Immer diese Stehler. So ein Pech verloren. Geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Na gut, der bekommt noch nicht mal irgendwie eine Bestrafung dafür. Doch, er hat 10 Münzen verloren. Das ist die Strafe. Oh, super. Du musst 10 Münzen zahlen, um die Abkürzung zu versuchen. Ich habe einen Stern verloren, Mann. Das kann passieren. Passiert überall. Bin ich noch da? Ja, jetzt gewinne ich erstmal 4, ja. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Oh mein Gott. Back. Yes! Oh. Wie du gerade da saßt. Dieser richtig tote Blick. Er war tot. Als ob irgendwas in dir gestorben wäre. Ja. So, was mache ich denn jetzt? Ja, erstmal weitergehen. Der Ausbruch ist 2 Runden her. Alle Felder sind wieder normal. Habe ich mal als nächstes passiert. Erstmal hole ich mir einen Stern, wie es sich gehört. Ausgezeichnet. Gesichtsstarre! Ah, es tut weh. So langsam ist es Zeit, Bowser gegenüberzutreten, atme tief ein und los geht's. Ja, das hatten wir doch gerade auch schon. Yeah. Wo ist denn der nächste Stern? Am Arsch der Welt, alles klar. Genau, wo ich gerade vorbeigelaufen bin. Ja. Okay. Jetzt sucht er sich noch mehr Münzen. Ah, shit, Geisterraten. Ich könnte auch verkacken. Du! Ich wusste es. Ich habe es gerochen mit meinem riesigen Riechorgan. Juhu! So gehört sich das. Ich habe eine Münze. Ja. Der Affe hat gelitten. Ja,
Oh, der steht direkt vorm Stern. Kann sich den nur eh nicht holen. Ach, der Wüstensprint. Was war das? Ach, das. Nee. Ja. Rechts, links, rechts, links. Warum haben wir überhaupt Chia in der Wüste? Ich verstehe es nicht. Oh Mann. Yeah! Wuhu! Cool. Ja, cool. Boah. Was ist mit dir passiert, mein Junge? In welcher Runde sind wir überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Also wir sind noch nicht hier in der 10. Ah, aber gleich. Der Tempoblock. Cool. Na, gute Arbeit. Hier hast du die 10 Münzen wieder, die du gerade verloren hast. Oh super, jetzt komme ich nicht voran. Brauchst du auch nicht. Ich will aber. Oh, so ein Pech, geh weg. Welchen der beiden Wege möchtest du gehen? Lass das Roulette entscheiden. Du hast Glück gehabt. Aber nächstes Mal. Was nächstes Mal? Schatztaucher! Zum Glück nicht Grabbelbeutel. So weiß ich, man muss einfach nur in die Oberfläche. Ja. Muss nicht direkt gegen den. Muss ich direkt zum Hai gehen. Ich weiß, Haie sind majestätische Tiere, aber sie sind doch gefährlich. Muss aufpassen. Oh mein Gott, geht doch weg. Eine Münze da drin, muss ich auf den Arm nehmen. Ja. Ja, du Stück. Nimm mich nicht Stück, du Stück. Oh mein Gott. Das kleine Trüchen. Oh, geht doch mal weg. Boah. Klappt ihn euch. Nein. Nein. Nicht da dran. Meins! Boah. Ja! Wie viele waren da noch drin? 3 Münzen, die hier Volo. 18. Die Zunge. Boah, ich hab noch kein Geld. Ja. Wenn ich da hinkomme, falls ich da hinkomme. Was ich nicht werde. Was ist das? Oh nein! Nein! Nicht Chance-Time! Ja, was? Oh Gott, ich kann nicht hinsehen! Oh! Okay. Hey, Yoshi. Mann. Tausch die Münzen mit. Speed. Jawohl. Ich hätte, glaube ich, voll viele. Ja, sie hat voll viele, aber halt nicht die meisten, aber sehr viele. Doch, 48. Auch. Jetzt zum Buch. In der nächsten Runde. Ja. Yeah. Oder 10. Ich versuche es. Ja, ich möchte es versuchen. Na! Oh no!
Ja, kriegst du noch weniger Münzen. Ja. DK, klau. Nein! Verdammter Eselaffe! Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Willst du durcheinander? Who's this? Das war's mit den Pilzen, die runtergehen. Oh nee. Oh doch! Oh blau, das ist meine Farbe! Das ist meine Farbe, gehört mir allein! Nein! Oh, was ist mit dir passiert? Ich bin daneben gesprungen! Das wollte ich nicht! Oh, oh, oh. Schub dich einfach so da runter. Bleib unten. Sehr gut. Auf meine Farbe, ausgezeichnet. Ja, auch irgendwie, glaube ich, auch nur drei Flaggen gezeigt. Also drei Farben. Ja. Haben so. Blau, Schwarz und Rot. Oh, die letzten 10 Runden. Und das heißt, der Part ist ja schon wieder zu Ende. Ja, der Part ist schon wieder zu Ende. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann und ciao. Ciao, ciao.